Herzlich willkommen zu den FAU News. Wir haben Ende Januar und das heißt Zeit für die Rückmeldung. Überweist den Beitrag von 118 Euro einfach bis zum 7. Februar auf das entsprechende Konto. Die Kontodaten, die findet ihr wie immer online auf meinem Campus. Im Beitrag enthalten ist dann auch das Basissemesterticket. Mit dem könnt ihr von montags bis freitags von 19 bis 6 Uhr morgens im gesamten VGN-Gebiet fahren und am Wochenende sowie an Feiertagen den ganzen Tag. Radfahren, keine Kaffee-to-go-Becher und kein Fleisch essen, das habt ihr alles sicher schon mal gehört beim Thema nachhaltig leben. Was ihr aber noch machen könnt und wie ihr vielleicht den einen oder anderen Cent dabei sparen könnt, das zeigt euch Laura im FAU-Vlog auf YouTube. Außerdem bietet die FAU jetzt einen Online-Kurs bei der Virtuellen Hochschule Bayerns an zum Thema auf der Suche nach nachhaltiger Entwicklung. Klickt euch da unbedingt mal rein. Kennt ihr eigentlich den Career Service der FAU? Die bieten euch unter anderem regelmäßig Veranstaltungen an, die euch den Einstieg in das Berufsleben erleichtern. Die nächsten Veranstaltungen sind zum Beispiel Berufsinfotage an der Philosophischen, Naturwissenschaftlichen und Technischen Fakultät. Da zeigen euch zum Beispiel Alumni, wie sie in ihrem Berufsalltag gefunden haben. Ihr könnt coole Tipps für die Bewerbung abstauben oder Kontakte knüpfen. Alle Infos und Termine, die findet ihr unter folgendem Link. Fledermäuse senden ja hochfrequente Töne aus und das Echo sagt ihnen, wie ihre Umwelt aussieht. Jetzt gibt es auch Fledermausarten, die sich von Blütennektar ernähren. Und um die besser zu finden, senden diese Blüten auch akustische Signale aus, sogenannte Sonarreflektoren. Dieses Prinzip nutzt jetzt ein Forschungsteam der FAU, um künstliche Sonarreflektoren für autonome Roboter oder Selbstfahrerautos zu entwickeln. Was das Besondere an diesen Sonarsensoren eigentlich ist, das erfahrt ihr im Link. Die vorlesungsfreie Zeit neigt sich wieder dem Ende zu und das heißt, die ganzen Prüfungen und Hausarbeiten rücken auch immer näher. Die Uni-Bibliothek bietet jetzt regelmäßig wieder Kurse an, damit ihr bei der Literaturrecherche effektiver und schneller arbeiten könnt oder euch besser mit Programmen wie Citavi auskennt. Also jede Menge Kurse, die euch bei den Hausarbeiten und aber auch bei den Prüfungen richtig weiterhelfen können. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Erfolg bei euren Hausarbeiten und euren Prüfungen und ein schönes Wochenende.